Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Bastelspaß am Dienstag. Wie ihr schon lesen könnt, geht es heute um das Thema Explosionsbox. Und zwar möchte ich heute eine Hochzeitsbox machen. Und zwar möchte ich hier diese Figur dann reinsetzen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich mir hier schon mal zwei Sachen vorbereitet. Einmal die Box selber und einmal den Deckel. Die Maße für die Box selber ist 30 mal 30. Und da falzen wir jetzt. Und zwar müssen wir ausziehen. Und zwar wird einmal gefalzt bei 10 cm. Und einmal bei 20 cm. Dann drehen wir das ganze Blatt einmal und machen dasselbe nochmal. Einmal bei 10 cm und dann nochmal bei 20 cm. So, und so würde das jetzt aussehen. Habt ihr lauter 10 cm Felder? Dann falzen wir natürlich auch gleich unseren Deckel. Und der Deckel ist 15,2 mal 15,2. Und das wird auf jeder Seite bei 2,5 gefalzt. Ringsrum. Einmal drehen. Wieder bei 2,5. Wieder drehen. 2,5. Auf der letzten Seite auch bei 2,5. Und dann kann unser Falzbrett schon noch zur Seite. So, wie ihr seht, sieht der Deckel jetzt so aus. Und bei unserer Box sieht das so aus. Und da werde ich jetzt euch einzeichnen, was ihr wegschneiden müsst. Und zwar einmal das kommt weg. Auf der gegenüberliegenden Seite machen wir dasselbe. Aber da lassen wir dann beide stehen. Auf dieser Seite. Schneiden wir das raus und hier zeichne ich mir eine Zentimeter, zeichne ich mir hier an war jetzt ein bisschen mehr als ein Zentimeter. So, mache ich mir eine Linie und das schneiden wir auch weg. Also ich schneide das mal zurecht und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch wieder. Bis gleich. So, ich habe das jetzt zurechtgeschnitten und wie ihr seht, so soll es aussehen. Und jetzt werden wir das mal alles schön falzen. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wie ich das haben möchte. Ihr könnt es natürlich auch gerne anders machen. Ich möchte das so haben. Ihr könnt natürlich auch
diese Dreiecke könnt ihr das komplett rausschneiden. Ich möchte hier aber eine Tasche kreieren. Und auf dieser Seite auch. Dass ich hier dann zwei Taschen habe. Und hier falzen wir auch noch schön nach. Und hier haben wir unsere Klebelasche, die habe ich ein bisschen angeschrägt. Das werden wir dann so zusammenkleben. Hier haben wir auch noch eine Falzlinie. Und das möchte ich dann so zusammenkleben. So, dann haben wir hier unsere Box. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ich das mit dem Deckel gemacht habe. Und zwar schneide ich da immer, dann nehme ich mir jetzt eine kleinere Schere. Und zwar schneide ich einmal hier gerade ein und schneide mir hier einmal ein bisschen eine drehe das Ganze. Dasselbe mache ich hier. Schräg mir die Klebelasche wieder ab. Drehe es nochmal. Schräg mir die Klebelasche wieder ein bisschen ab. Und die letzte Seite. So, falzen wir auch alles nach. So, wie ihr seht, würde ich das hier so zusammenkleben. Das werden wir jetzt auch machen. Gleich mal den Deckel. Wo habe ich meinen Kleber? Den habe ich hier. Weil ich habe mir hier schon eine Box vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir auch mein Motivpapier, das ist meine Box, so wie sie dann aussehen soll, wenn sie zusammengeklebt ist. Also hier habe ich noch nicht geklebt, weil hier kommt jetzt gleich noch das Motivpapier drauf. Und jetzt dann zur Seite. So, und jetzt kleben wir uns hier schnell den Deckel zusammen, damit ihr seht, dass der auch wirklich passt. Ich nehme da meinen Kleber von VBS, dass das auch wirklich hält. So.
Und jetzt schön Kante an Kante. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das ist der Deckel und dann werde ich euch hier noch zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Hier. Und zwar werde ich mir hier innen Klebelasche, auf der Klebelasche innen Kleber aufbringen. Und jetzt werde ich hier genau Ecke an Ecke versuchen, dass es schön Kante an Kante liegt. Wie ihr seht. So, und jetzt probieren wir, ob der Deckel passt. Wie ihr seht, er passt perfekt. So, wie gesagt, ich habe mir hier schon einiges vorbereitet. Ich habe hier schon eine Box, Deckel, ich habe mir hier mein Motivpapier schon zurechtgeschnitten. Ich werde das Motivpapier jetzt draufkleben und wenn ich das habe, dann zeige ich euch die Box nochmal. Also bis gleich. So, jetzt hole ich euch schnell dazu, weil ich euch zeigen möchte, wie ich das hier zusammenklappe. Und zwar werde ich mir jetzt auf der einen Seite das Motivpapier draufkleben. Ihr könnt ja auch, bevor ihr die Box zusammenklebt, das Motivpapier schon draufkleben. Dann würdet ihr euch wahrscheinlich ein bisschen leichter tun. So, jetzt habe ich hier die eine Seite, das Motivpapier drauf. Und jetzt mache ich mir nur hier unten am Rand ganz kleines bisschen Flüssigkleber. Wirklich nur, wie ihr seht, hier unten. Und das klebe ich mir jetzt hier so zusammen, damit es hier offen bleibt. Schön draufdrücken, ein bisschen anziehen lassen. Das dauert eine Weile. Auf der zweiten Seite auch. Hier unten Kleber. Und dann klebe ich mir das gleich hier drüber. Kann es schön anziehen. Jetzt mache ich mir hier noch Motivpapier drauf. Und genauso mache ich die zweite Seite und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt bin ich fertig mit dem Bekleben, wie ihr seht. Den zusammenkleben und hier können wir dann noch einen lieben Gruß oder einen kleinen Umschlag reingeben für Geld und den Deckel drauf. Und mit ist unsere Explosionsbox fertig.
Was ich noch machen werde, das müsst ihr nicht. Ich werde mir, da ich ja diese schwere Figur hier reinmachen möchte, habe ich mir hier aus Holz was zugeschnitten. Das werde ich jetzt zur Stabilisierung hier unten noch dran kleben. Wie gesagt, das müsst ihr nicht machen, es hält auch so, aber da ich da doch ein bisschen stärkeres Figur reinmache, dass es auch wirklich hält, also dass stabiler ist von unten, schmeiße ich mir hier jetzt meinen Kleber auf. Genügend Kleber, nicht sparsam sein. Den klebe ich mir hier jetzt auf den Unterboden drauf. Dann ist es ein bisschen stabiler. Und die Figur wird dann auch besser gehalten. So. Das lassen wir jetzt gut anziehen. Weil dieser Kleber hält nämlich auch perfekt auf Holz. So. Und hier kommt jetzt dann die Figur hinein. Jetzt überlege ich mir mal noch schnell eine Dekoration. Und dann werde ich euch nochmal dazu holen. So, ich habe mir schon ein bisschen Deko ausgesucht. Und die werde ich jetzt noch mit euch ankleben. Und den Rest mit Spruch und das mache ich dann ohne euch. Wenn ich weiß, wer das bekommt. Gehen wir mal hier herunter. Werden wir uns hier schön ankleben. Schön anziehen lassen. So, diese Blume noch. Dekorieren und das könnt ihr so machen, wie ihr das wollt. Ich habe mich jetzt für das entschieden. Sagen die Ringe hier so in die Mitte. Ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. So, dann nehme ich mir aber jetzt einen Kludot, einen Klebepunkt, dass ich mir dann auch sicher sein kann, dass der hält. Schön zuziehen. Diese Ringe zum Beispiel bekommt ihr bei Teddy. So, die werden wir uns hier so in die Mitte reinsetzen.
wenn es denn hält. Und das können wir wieder mit unserem Kleber befestigen. Ich möchte gar nicht zu viel, nicht zu kitschig. Schlicht und einfach. So, hier noch das Herz drauf. So. Jetzt machen wir hier noch die Innendeko fertig. Schmeiße ich auch meinen Bastelkleber von VBS drauf. Setze ich mir hier hinten so hin. Dann einmal diese weiße Blüte noch. Schaut natürlich auch wieder bei den anderen vorbei. Auch die werden wieder Videos machen. Die sind wie ich, Mädels sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Dann könnt ihr nie ein Video verpassen. So. Ich würde sagen, das reicht mir so. Vielleicht hier dann noch ein Spruch hin. Wie gesagt, das ist jetzt meine Explosionsbox. Solltet ihr Fragen haben, fragt mich gerne. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, hinterlasst mir gerne einen Daumen und ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst vom Bastelspaß am Dienstag oder auch andere Videos. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.